Und herzlich willkommen zu Rise, Son of Rome, Part Nummer 17. Wir haben Bohil der besiegt und sind jetzt in der Gegenwart mit der Erzählerei. Wir haben nicht mehr viel Leben. Und sind tot. Oder auch nicht. Ich habe gelesen, diese Mission soll sehr schwer sein. What the fuck? Tut mir leid, Baby. Wir dürfen keine Fehler mehr machen. Räche die Ermordung deiner Familie. La Familia. War das jetzt nötig? Der Rache-Dämon will Blutrache. Ja, wie viel kommt denn da? Was? Ich wurde besiegt? Wie? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay. Gut, dann müssen wir perfekte Kombos machen. Also ich gehe jetzt gerade nicht. Das macht er automatisch. Du hinterhältige Schweine, ey. Und der nächste Battle gleich. So, aua. Kann ich eigentlich überhaupt sterben? Ich bin doch schon tot gewesen. Kommen die nächsten beiden. Ja, eigentlich gut gepanzert. Die Rüstung finde ich eigentlich cool von den anderen. Ich meine, das. Aua. Das Schwarz ist voll geil irgendwie. Die nächsten. Oh je. Yeah.
Hat das Schwert in mir drin und dann macht er trotzdem weiter. Sein eigenes Schwert. Ach du Scheiße. Oh. Deine Brüste gucken übrigens raus, Frau Göttin. Über die Zeit erholte sich Rom und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Ja, war ein sehr geiles Spiel. Natürlich ein bisschen kurz gehalten, 17 Parts. Aber die Grafik war ja schon mal Bombe. Das war, konnte man wirklich sagen, die Grafik ist Next Gen. Beziehungsweise Content Gen gerade. Und ich fand es eigentlich relativ geil, 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 geil gemacht. Und das ist das erste Spiel, was ich mit dem PC zocke, mit dem neuen PC. Ja, ich habe mir einen neuen PC gekauft, weil mein alter Schrott war. Da ist irgendwas durchgebrannt. Und dann war ich halt 4 Wochen nicht mehr aktiv. Deswegen laufen die anderen Projekte auch langsam so aus. So. Overlord kommt jetzt weiter. Assassin's Creed muss neu gespielt werden. Watch Dogs wird nach einem Jahr wieder aus der Versenkung geholt. Was habe ich noch? GTA geht bald weiter und so weiter. Alles geht weiter. Und es werden natürlich wieder neue Projekte gemacht. Natürlich will ich nicht bei 4 Videos bleiben. Ich will wieder auf meinen alten Stand kommen. Und wir sehen ja, was alles kommt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Weil jetzt habe ich eine Power hinter mir. Die ist einfach nur atemberaubend. Ich habe jetzt eine Intel E7 oder i7. 4790, also das aktuellste hier, 790 oder 970, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall K mit 4 Kernen, 4x 4 GHz, 16 GB RAM und eine GTX 980. Da können wir auf jeden Fall durchstarten jetzt. Ich hatte ja mit den alten PC ein bisschen Probleme, der hat bei Assassin's Creed und alles drum dran, bei Mittelerde alles schon ein bisschen den Geist aufgegeben. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Zum Beispiel der Ivo Jürgen Müller Herz freut sich auch. Und ja, geiles Spiel. Und ich würde mal sagen, nächste Ben. Bisschen Grids. Gucken, vielleicht kommt da noch was. Nein, kommt nichts mehr. Gut. Wir werden auch nichts mehr hier machen. Es ist fertig. Hier steht 100%. Und ja, auf zum nächsten Spiel. Ciao, ciao. Und über einen Daumen hoch würde ich mich sehr gerne freuen. Und ja, ciao, ciao. Beziehungsweise über eine Bewertung. Ciao, 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 ciao.